Moin und herzlich willkommen zum Lesemonat April 2019. Ich habe im April 5 Bücher beenden können und 2 weitere begonnen. Und außerdem hatte ich 6 Neuzugänge im April und mein Substand beträgt im Moment 25 Bücher. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Lesemonat April und möchte euch ja jetzt meine Bücher, meine gelesenen Bücher vorstellen. Beginnen werde ich mit einem Buch, was ich im März bereits angefangen habe, und zwar Dunkelherz, Welt in Scherben von Sarah Nisse. Das Buch ist im Drachenmond Verlag erschienen und ist damals auch mit so einer Überraschungsbox der Drachenpost bei mir hier eingetroffen. Und es liegt schon sehr, sehr lange auf meinem Stapel ungelesener Bücher und jetzt endlich konnte ich es befreien und habe es endlich gelesen. Hierhinter verbirgt sich eine sehr, sehr innovative Fantasy-Welt, wie ich finde, denn wir befinden uns in einer fantastischen Welt, die sich im menschlichen Herzen befindet. Diese Welt wird bevölkert von den Gefühlen, die zwar menschlich aussehen, aber halt Gefühle sind. Da gibt es Neid, da gibt es Hass, da gibt es Trauer und Glück und so weiter und so fort. Und diese Gefühle haben auch ihre eigenen Länder. Ich habe hier auch so eine tolle Postkarte, wo die Karte abgebildet ist. Die ist auch im Buch zu finden, aber ich fand das ganz schön, dass ich sie hier in Kleinformat nochmal habe. Und da seht ihr halt, dass es verschiedene Länder gibt. Angstland, Hassland, Neidland, Wutland und so weiter. Also alle Gefühle haben auch ihr besonderes Land und die hat auch immer ihre Besonderheiten in Flora und Fauna. Und dann gibt es die Hauptstadt und zwar den Kessel und da sind alle möglichen Gefühle zu finden. Die Gefühle haben auch ein eigenes Herz, das besteht allerdings nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus einem Edelstein und jedes Gefühl hat einen anderen farbigen Edelstein und der Kern ist auch immer anders. Zum Beispiel wächst dort eine Sonnenblume oder eine alte Weide oder ein Sturm fegt dadurch. Und es kommt halt auch immer darauf an, was für ein Gefühl sich dahinter verbirgt. Und jedes Gefühl ist dann doch, obwohl es mehrere Gefühle gibt, die Trauer verkörpern oder Glück verkörpern, hat halt jeder einen anderen Kern. Und wir treffen hier auf unsere Protagonistin Ava, glaube ich, genau. Und ihr Herz ist aus einem gelben Edelstein, glaube ich. Sie hat das Gefühl Neugier erwischt und ist wirklich auch sehr, sehr neugierig. Sie will alles erfahren, ist sehr, sehr abenteuerlich unterwegs. Aber sie hat ein Geheimnis und zwar ist ihr Kern ihres Herzens noch nicht richtig entwickelt, beziehungsweise es fliegt dort nur Staub. Es ist alles voller Staubpartikel und sie weiß nicht, was das ist. Sie glaubt, sie ist irgendwie krank oder sie lebt ihre Neugierde nicht richtig aus. Deswegen sucht sie sich immer wieder neue Aufgaben, Neues zu entdecken. Und das größte Geheimnis dieses Landes ist der Neidwald. Sie hat ein Buch gefunden, wo es über diesen Neidwald beschrieben wurde, dass keiner, der in diesen Neidwald hineingegangen ist, je wieder hinausgekommen ist, weil sich darin irgendein gefährliches Geheimnis verbirgt und sie möchte nun herausfinden, was das ist. Zunächst möchte sie ein bisschen mehr Informationen sammeln und schreitet deswegen voran in die Hauptstadt, in den Kessel und dort hat sie eine Tante, zu der sie einfach zu Besuch geht und sie ist halt Regierungsmitglied und deswegen kommt sie da direkt halt in den Kessel, in die Burg damit rein und kann da sich in die Bibliothek schleichen, aber sie findet sehr, sehr wenig. Sie lernt dann noch einen jungen Mann kennen, ich glaube sein Gefühl war Trauer. Also wir haben hier hinten auch so ein kleines Verzeichnis mit den Gefühlen. Genau, Ava Neugierde, die aus Glücksland stammt. Genau, und sie trifft auf Karim. Nicht Trauer, sondern Sehnsucht. Und er lebt mit seinem Vater Auran, der eben auch ein Ratsmitglied, ein Regierungsmitglied ist, auch in diesem Kessel. Die beiden können sich zunächst natürlich gar nicht ausstehen. Auch er verbirgt ein Geheimnis, guckt immer sehr, sehr traurig. Und natürlich kommen die beiden sich irgendwann näher und er hilft ihr auch so ein bisschen, das Geheimnis zu lösen.
Und ja, nee, ich möchte nicht viel mehr verraten, nur dass wir noch einen anderen Handlungsstrang begleiten, und zwar den des Antagonisten, könnte man sagen, der auch in den Nightwald möchte, weil er ja im Grunde eine Intrige, die er vor Jahren begonnen hat, zu Ende führen möchte. Und ja, mehr möchte ich nicht sagen. Und ja, es hat sehr, sehr, sehr viel Innovatives. Es hat eine sehr, sehr blumige, poetische Sprache. Ich fand auch die Welt sehr, sehr schön beschrieben, hat sehr, sehr viele bunte Einfälle. Und es wurde immer, ja, mit diesen Gefühlen wurde natürlich immer sehr, sehr viel gespielt, mit symbolischen Gefühlen. Natürlich sind sie ähnlich wie Menschen. Und man kann sie natürlich nicht alle in eine Sparte packen. Aber das fand ich ein sehr, sehr interessanter Angang. Es gibt nachher auch eine Begegnung mit Menschen. Das kann ich vielleicht so schon mal verraten, was ich auch interessant fand. Was mich aber hier sehr genervt hat, war die Liebesgeschichte. Was heißt sehr genervt? Also zu Anfang fand ich die Annäherung von Karim und Ava sogar noch sehr, sehr angenehm, sehr zart, sehr, ja, sehr vorsichtig. Und dann auf einmal ist es irgendwie umgeschwungen und sie lieben sich bis ans Ende der Welt und er kann nicht ohne sie leben. Und sowas kann ich nicht leiden, sowas mag ich nicht, finde ich. Hat diese Geschichte überhaupt nicht gebraucht. Mir war klar, dass hier in dem Drachenmond Verlag gibt es ja meistens eine Liebesgeschichte und vom Cover her hätte man sich das vielleicht auch ein bisschen denken können. Aber dass das nachher so umgeschwungen ist, das fand ich sehr, sehr schade, weil mir die Geschichte schon sehr gefallen hat, weil es eben so bunt und so vielfältig und so einfallsreich war und so viel möglich war in diesen Welten, was ich an fantastischen Welten eh sehr, sehr, sehr gerne mag. Es wurde auch immer viel mit Süßigkeiten gespielt und so Vergleiche mit Essen und so. Das fand ich auch sehr, sehr schön, weil Ava wohl auch sehr, sehr gerne nascht und immer wieder Süßigkeiten dabei hat und sie auch vieles ja, im Vergleiche damit einbezieht. Und eben diese symbolische, blumige Sprache, poetische Sprache fast schon, hat mir gut gefallen. Diese Reihe ist ein Zweiteiler, also besteht aus zwei Teilen. Ich weiß aber nicht genau, ob ich den zweiten lesen möchte, aufgrund eben, weil diese Liebesgeschichte mehr und mehr in den Fokus gerückt ist und weil mich das jetzt auch nicht so neugierig macht, wie es weitergeht. Also es ist zwar einiges noch, was nicht aufgeklärt wurde. Aber ja, also dass ich jetzt so neugierig, ich weiß es noch nicht. Ich habe es im Moment noch auf meiner Wunschliste stehen und eigentlich ist es ja ganz schön, dass es mein Zweiteiler ist, dass es schnell abgeschlossen ist und dass man das eigentlich dann ad acta legen kann und dann mal wieder eine Reihe abgeschlossen hat. Ja, mal schauen. Hier haben wir auch die Seiten sehr, sehr schön verziert, aber ich finde, das hätte wirklich nicht auf jeder Seite sein gemusst. Dadurch macht es das gar nicht mehr was zu was Besonderem. Ich finde, es ist immer schön, wenn es dann beim Kapitelanfang ist oder zwischendurch mal eine Illustration da ist, aber auf jeder Seite fand ich schon fast ein bisschen überladen, muss ich sagen. Die Auflösung zum Schluss, was mit Avas staubigen Herzen war, fand ich auch ein bisschen zu einfach gelöst. Ja, deswegen hat es mich jetzt nicht vollends begeistert, aber einfach durch diese innovative Idee mit den Gefühlen, das hat mir schon ziemlich Spaß gemacht und ja, Ava zu begleiten. Und was ich auch gerne noch hätte, vielleicht passiert das ja im zweiten Band noch. Hier wurde so eine schöne Welt erschaffen. Und eigentlich waren wir kaum unterwegs. Also wir waren ganz kurz im Glücksland, wie gesagt, der Heimatort von Ava. Dann waren wir lange Zeit im Kessel und dann zum Schluss eigentlich ganz schnell im Nightland und im Nightwald. Der Nightwald war auch ganz toll magisch beschrieben, wie er so seine Facetten immer wieder ändert und seine Umgebung. Aber es gibt noch so viel anderes, was man hierzu entdecken könnte. Und ich dachte, dass es vielleicht so eine Art Reise, so eine Art Queste gibt, die durch das Land führt und wo man so ein bisschen das Land kennenlernt. Das hat es bisher nicht gegeben. Vielleicht kommt das im zweiten Band. Das wäre sehr, sehr schön.
Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das weiterverfolgen soll. Wenn jemand das gelesen hat, kann mir mal jemand sagen, ob es sich lohnt, weiterzulesen. Aber ich glaube, ich habe das bisher kaum irgendwo schon gesehen, dass es jemand gelesen hat. Aber vielleicht habe ich ja Glück und ich treffe jemanden, der das gerade sieht und kann mir in den Kommentaren ein bisschen weiterhelfen. Ja, das nächste Buch. Also da werde ich jetzt. Da werde ich ein extra Video zu drehen, weil dieses Buch ein sehr, sehr besonderes Buch ist, ein sehr intensives Buch, was mich sehr, sehr lange im April begleitet hat. Es ist ein sehr dickes Buch. Ich habe es am 1. April begonnen, glaube ich, und also 2 bis 3 Wochen hat es mich begleitet. Und zwar ist es das Buch der vergessenen Artisten von Vera Buck. Ich habe das zusammen in einer kleinen Leserunde mit der lieben Kali von Kalis Books gelesen. Wir haben festgestellt, dass wir so diese ähnliche Faszination und Leidenschaft zu Jahrmärkten, zum Zirkus und so weiter haben. Und da habe ich gefragt, ob sie das mit mir zusammen lesen möchte, weil das schon auf meinem Sub lag, auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Weil ich bei einer Lesung war, wo Vera Buck das eben ja, ein paar Sachen vorgelesen hat und vorgestellt hat. Und das war in so einem kleinen Roncalli-Café, also so, in so einem Zirkuscafé. Und das war so atmosphärisch, so schön. Ja, und als ich halt entdeckt habe, dass Kali auch so eine Faszination zu solchen Schauplätzen hat, weil in Büchern kann man damit so wunderbar spielen, ob das jetzt Dramen sind, ob das jetzt historische Romane sind, ob das Kinderbücher sind oder auch magische Bücher, ja, ist einfach ein super Schauplatz. Deswegen haben wir uns hier sehr drauf gefreut. Sie hatte auch Lust und wir haben uns dann sehr viel ausgetauscht. Ich finde, kleine Leserunden sind auch einfach ja, am besten geeignet dafür, Bücher wirklich sehr, sehr intensiv zu besprechen. Das haben wir auch wirklich getan. Wir haben immer nur ganz, ganz kleine Schritte jeden Tag gemacht. Also es war, wie ihr seht, es ist ja wirklich ein dickes Buch. Ich gucke noch mal. Ja, 740 Seiten hat es ungefähr. Und ja, wir haben manchmal nur 30 Seiten am Tag gelesen, manchmal auch gar nicht. Also da konnte man sich ja auch immer ganz gut absprechen. Ja, deswegen haben wir uns auch überlegt, weil man zu diesem Buch so viel sagen kann, dass wir dazu irgendwie eine extra Rezension machen. Mal gucken, was genau wir machen. Aber worum geht es eigentlich? Wir begleiten hier Mattes und zwar in zwei verschiedenen Zeitsträngen. Einmal als Jugendlicher, als Teenie, ich glaube mit 15 Jahren lernen wir ihn kennen, wie er in seinem Heimatdorf aufwächst, so ein ganz, ganz kleines Kaff. Das heißt sogar Langweiler und er langweilt sich da auch zu Tode. Er hat nicht das Beste losgezogen. Er ist ein sehr, sehr schwächlicher Mann, der halt auch noch so ein verkrüppeltes Bein hat und er leidet unter seinen Brüdern, die ihn immer wieder hänseln und ja, hänseln ist eigentlich noch ein zu geringes Wort. Naja, aber irgendwann entdeckt er halt seine Leidenschaft für den Jahrmarkt, insbesondere für eine Röntgenmaschine und zwar auf dem ja, auf einem kleinen Jahrmarkt, der halt in dem Dorf so eingezogen ist, was für die Jungs und Mädels dort in dem Dorf wirklich ein Highlight ist. Und er erhält tatsächlich die Möglichkeit, dort mitzuziehen und zu reisen. Und deswegen reist er von zu Hause aus und begleitet halt eben diesen Jahrmarkt mit der Röntgenmaschine und wird eben zum Röntgenkünstler. Ja, und das Ganze spielt 1902 sogar fängt das Ganze an und wir begleiten ihn dann in den nächsten Jahren, wie er durch die Weltgeschichte reist und wie es weitergeht mit seiner Karriere als Röntgenkünstler und ja, das ist der eine Strang. Und der andere Strang spielt 30 Jahre später oder 35 Jahre später sogar zu Zeiten des Nationalsozialismus in Berlin treffen wir Mattes wieder und dort ist er schon verheiratet oder nicht verheiratet, aber zusammen mit seiner Frau Meta. Meta hatte auch
ja, in dieser Branche kennengelernt. Sie ist eine Kraftfrau, also nicht wie er so ein Schmächtling, sondern im Gegenteil eine sehr, sehr kräftige Frau, die eben damit auftritt, dass sie so stark ist. Und ja, deren Begegnung bekommen wir in Rückblicken auch geschildert. Aber jetzt 1935 sind sie halt schon zusammen. Oder 1932, irgendwie so um den Dreh. Und dort ist es nicht mehr so schillernd und nicht mehr so bunt, das Jahrmarktgeschäft, sondern die Artisten haben natürlich sehr, sehr darunter zu leiden, was die Nationalsozialisten mit ihnen machen und wie das Land zugrunde geht. Und man hat nochmal eine ganz andere Perspektive, aus der dieser Nationalsozialismus berichtet wird und wie sie so langsam ins Visier geraten und ja, was das mit ihrem Leben macht, dass sie ja nicht mehr auftreten dürfen und nicht mehr dies dürfen oder das dürfen oder ja, was da halt alles passiert. Mehr möchte ich jetzt gar nicht auf den Inhalt eingehen, weil es einfach zu weit führen würde. Es ist einfach eine sehr, sehr interessante Kombination aus zwei bestimmten Themen. Und dadurch, dass ich mich mit Kali so toll ausgetauscht habe, macht es erst recht etwas zu etwas Besonderem, weil mir diese Leserunde so unglaublich viel Spaß gemacht hat und Kali so ein besonderer Mensch ist und wir uns einfach sehr, sehr gut verstehen und wir eigentlich uns immer einig waren, was dieses Buch betraf. Und ja, also deswegen ist alleine schon dieses Buch in meinem Herzen verankert. Mathis ist ein ganz, ganz toller Protagonist. Aber es gibt hier auch einige Kritikpunkte, die wir hatten und wo wir doch ein bisschen enttäuscht waren, in welche Richtung das abdriftete. Deswegen ist es leider kein komplettes Highlight, obwohl ich echt dachte, als wir so die ersten 100 Seiten gelesen haben, das wird eines der größten Highlights in meinem Jahr 2019. Ja, aber leider gab es viele, viele Abstriche, die wir machen mussten. Was genau kann ich, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen, weil wir darüber dann extra Video drehen und weil das wird alles diesem Buch nicht gerecht. Wenn ich jetzt das Video sprengen würde, wäre es auch blöd. Und ich will das jetzt nicht einfach so abhandeln, weil mir da so viel auf der Seele brennt, was genau ich zu diesem Buch zu sagen habe. Ja, deswegen erstmal nur so viel dazu. Als nächstes habe ich einen Horrorroman gelesen, und zwar Irre Seelen von Graham Masterton. Das ist mein erster fester Roman, habe ich als Rezensionsexemplar zugesandt bekommen und ihr habt davon auch schon eine Rezension von mir online. Werde ich euch natürlich verlinken. Das ist so zunächst ein typischer ja, Gruselhaus. Horror, also eine Haunted House Geschichte, in der ja, eine Irrenanstalt im Fokus steht. Es geht um unseren Protagonisten Jack Reed, der nach einem kleinen Autounfall im Wald diese Irrenanstalt entdeckt und er bekommt eine Vision, dass er dieses Gebäude sehr, sehr gerne erwerben möchte und renovieren möchte und daraus ein Clubhaus bauen möchte. Allerdings scheint in diesem Gebäude irgendwas noch lebendig zu sein und als dann schließlich seine Ehe darunter leidet, dass er so sehr besessen von diesem Haus ist und irgendwann auch sein Sohn verschwindet in diesem Haus, weiß er, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und er muss sich unbedingt damit befassen. Ja, seltsamerweise scheint dieses Haus auch so leer zu stehen, als ob es vor mehreren Jahren ja, ganz plötzlich verlassen wurde, weil alles so, die ganzen Tageszeitungen, das ganze Geschirr liegt und steht noch so da, als wäre es ganz plötzlich verlassen worden, allerdings halt vor mehreren Jahren. Und was so die Geschichte dieser Anstalt ist und was die ganzen Patienten, die ja, auf Anhieb auf einmal verschwunden sind, wo die abgeblieben sind. Das könnt ihr hier erfahren. Mir hat es zu Anfang unglaublich gut gefallen, weil hier eine sehr, sehr unheimliche, gruselige Atmosphäre geschaffen worden ist von Beginn an. Es hat sich nachher allerdings so ein bisschen in eine Richtung entwickelt,
die ich schade fand. Es ging dann so ein bisschen mehr so in dieses Actionreiche hinein. Wäre lieber gerne noch mehr am Haus geblieben, hätte mehr ein bisschen Hintergrundstory dazu bekommen. Aber es wurde auch geschickt mit so einer Art Druidenmagie und Ritualen verknüpft, was ich wieder sehr innovativ und interessant fand. Also es hat mir insgesamt gut gefallen, aber ich hätte gerne mehr noch das Haus und die Geschichte dieses Hauses und der Patienten im Fokus gehabt. Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut gerne in meine Rezension dazu rein. Dann habe ich ein ganz kleines Büchlein gelesen und das ist so eine Art Selbstexperiment gewesen, weil das eigentlich gar nicht so mein Genre ist. Und zwar ist das von Amélie Nothomb Blaubart. Das habe ich bei der lieben Maike und der lieben Anja, den Books Friends Forever, entdeckt. Die haben von der Autorin so sehr geschwärmt. Also die Autorin war mir durchaus ein Begriff. Allerdings wusste ich nicht, in welche Richtung sie schreibt und es hat mich auch nie angesprochen. Jetzt haben die Book Friends Forever so davon geschwärmt und haben mich neugierig gemacht. Denn Amélie Nothomb soll sehr, sehr skurril schreiben und immer sehr, sehr kurze Geschichten, sehr, sehr knapp. Und die Enden sollen wohl auch immer sehr überraschen. Ja, hier geht es eben um Blaubart. Hier wurde dieses düstere Märchen adaptiert. Alleine deswegen hat es mich angesprochen, weil ich musste mir natürlich erstmal aussuchen, mit welchem Buch wollte ich anfangen. Sie hat sehr, sehr viele Bücher schon geschrieben. Und ich glaube, Blaubart war jetzt nicht unbedingt der Favorit von Anja und Maike, aber da mich dieses Märchenthema einfach angesprochen hat, ja, wollte ich es ausprobieren. Hier geht es um eine Frau, die eine Wohnung sucht und dann schließlich zur Untermiete bei einem Mann wohnt in einem großen Herrenhaus. Dieser Mann hat einen sehr, sehr zweifelhaften Ruf, denn alle Untermieterinnen, die bei ihm waren, sind irgendwie auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Er gilt irgendwie als Frauenschwarm, obwohl er gar nicht so gut aussieht. Und zu Anfang ja, will sie sich auf keinen Fall auf ihn einlassen und sie ist da, zeigt ihm so die kalte Schulter, aber sie liebt auch den Luxus, den sie in diesem Haus bekommt und er bekocht sie und sie hat ein wunderschönes Zimmer. Es gibt allerdings eine Regel, die sie befolgen muss. Sie darf nicht in die eine Kammer gehen, in das eine Zimmer. Ja, und sie vermutet dort das Geheimnis hinter den ganzen Frauen. Es besteht sehr, sehr viel aus Dialogen, wenn sie zusammen essen, sich zum Dinner treffen, wo sie drüber sprechen. Und sie ist halt davon überzeugt, dass er ein Verbrecher ist, ein Mörder ist. Und ja, die Auflösung dahinter fand ich okay und insgesamt fand ich das Buch auch okay. Also es ließ sich sehr schnell weglesen. Also ich hatte erst mit was viel literarischerem gerechnet, aber es ließ sich wirklich sehr, sehr leicht und schnell weglesen. Und also man hat schon gemerkt, dass es hier nichts richtiges Authentisches ist. Also dass sich nicht so Figuren normalerweise verhalten würden. Allerdings wusste ich ja schon, dass es so ein bisschen in die skurrile Richtung ging. Mir war das sogar schon fast ein bisschen zu wenig skurril und auch das Ende hätte mir noch ein größerer Knall sein können. Ich habe allerdings auch noch ein anderes Werk im Namen des Lexikons oder so. Das war, glaube ich, auch einer der Favoriten von Maike und Anja. Und da bin ich gespannt, ob mich das denn mehr vom Hocker reißen kann. Ja, also ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht. Und ich bin auch froh, dass ich in diese Richtung jetzt mal was ausprobiert habe, mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone ausgebrochen bin und mal was Neues kennengelernt habe und jetzt weiß, was hinter Amélie Nothomb sich so versteckt. Und wie gesagt, mit einem weiteren Buch gebe ich auf jeden Fall noch eine Chance und werde dann entscheiden, ob ich sie denn weiterlese oder nicht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsbuch von Amélie Nothomb ist, wenn ihr sie gelesen habt oder ob das überhaupt gar nichts für euch ist. Ja, als nächstes habe ich ein Kinderbuchklassiker gelesen in einer wunderschönen Schmuckausgabe. Auch hierzu habe ich euch schon eine Rezension hochgeladen. Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett aus dem Koppenrath Verlag. Ja, in dieser wunderschönen Prachtausgabe, in diesem wunderschönen Gelb gestaltet. Es ist wunderschön illustriert und hat auch noch, wie hier auf dem Rücken noch draufsteht, interaktive Extras. Also es sind nicht nur illustrierte Seiten
sondern man kann irgendwelche Drehscheiben drehen, man kann Briefe öffnen und vieles mehr. Und diese Reihe hat Koppenrath jetzt schon mehrere Bücher ausgegeben, mehrere Klassiker, die ich mir auch sehr, sehr gerne in dieser Ausgabe zulegen möchte. Ich finde die einfach wunderschön, obwohl, wie ich auch schon in der Rezension gesagt habe, die Bücher wirklich sehr anfällig sind, hier die Farbe schon abgerieben ist, obwohl ich sie wirklich nur ganz, ganz vorsichtig angefasst habe und wirklich nur hier zu Hause gelesen habe. Ja, was ich wirklich schade finde. Wenn ihr ein bisschen mehr vom Inneren des Buches sehen möchtet, dann guckt gerne in die Rezension rein. Hier geht es um die kleine Mary, die in Indien aufgewachsen ist und als sehr, sehr verzogene Göre gilt, weil sie ja in einem großen Herrenhaus lebt, ihre Eltern sehr, sehr reich sind. Allerdings kümmern sich ihre Eltern nicht um sie. Sie wird nur von Dienern umgarnt. Deswegen kümmert sich auch keiner um ihre Erziehung. Irgendwann sterben ihre Eltern an der Cholera. Und sie zieht nach London, ne Quatsch, nach England zu ihrem Onkel auf ja, ein Herrenhaus mitten im Moor. Auch dort wird sie ziemlich vernachlässigt, aber sie hat hier keine Diener und sie muss jetzt selbstständiger werden. Und ja, sie, um sich zu beschäftigen, geht sie viel in den Garten. Obwohl sie eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Garten anfangen kann. Allerdings gibt es dort ein Geheimnis oder ja ein Mysterium, dass es dort einen geheimen Garten geben soll, der von der alten Hausherrin angelegt wurde und der jetzt nicht mehr auffindbar ist. Und sie macht sich das zur Aufgabe, diesen Garten zu finden. Ja, und sie lernt irgendwann dann auch Freunde kennen und so langsam verändert sich auch ihr Wesen. Ich finde dieses Werk wunderbar, weil es sehr, sehr viel mit Natur spielt, eine wirklich eine Liebeserklärung an die Natur ist und was die Natur bewirken kann, wenn wir uns in der Natur befinden. Ja, auch viele Tierbegegnungen gibt und eben auch so ein bisschen Freundschaft und ja, der Umgang mit anderen Menschen betitelt. Also ich mochte irgendwie diese Aussage darin. Und ja, habe Mary gerne begleitet in diesen Kinderbuchklassiker. Ich habe den bereits gelesen vor ein paar Jahren, habe hier auch noch eine andere Ausgabe stehen, die auch sehr schön ist. Natürlich nicht so wunderschön wie diese hier, aber ich muss sagen, dass es mir beim zweiten Mal lesen sogar noch besser gefallen hat, weil ich wahrscheinlich auch wusste, worauf ich mich einlasse. Man darf hier auf jeden Fall nichts Fantastisches erwarten. Also es gibt hier keinen magischen Einschlag, auch wenn man irgendwie auch wenn hier immer wieder von der Zauberei der Natur erzählt wird und was für eine Wirkung die Natur hat und das Ganze manchmal so ein bisschen esoterisch anmutet, aber es hält sich so in Grenzen, dass ich ja das Ganze sehr genießen konnte und ja, dass ich das Ganze beim zweiten Mal lesen sogar noch lieber mochte und Teile habe ich daraus auch als Hörbuch gehört und auch das hat mir sehr gut gefallen. Und während ich so durch die Natur geschritten bin, ja, habe ich das halt auf den Ohren gehabt und das hat irgendwie eine sehr, sehr schöne Wirkung gehabt. Ja, das waren die Bücher, die ich beendet habe. Jetzt habe ich noch zwei, die ich begonnen habe. Zum einen ist das der zweite Teil von dem Dämonenzyklus, Das Flüstern der Nacht von Peter V. Brad. Anfang des Jahres habe ich ja schon den ersten Teil gereadet, also nochmal gelesen. Es ist eine meiner Lieblings-High-Fantasy-Reihen und ich habe bisher nur Band 1 und bis 3 gelesen und Band 4 und 5 habe ich noch nicht gelesen. Beziehungsweise es gibt ja noch einen sechsten, weil der fünfte Teil, glaube ich, im Deutschen wieder aufgeteilt wurde, unsinnigerweise. Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich wieder von vorne anfangen, weil ich viele Details vergessen habe und weil ich einfach diese Reihe liebe. Ich habe Band 1 und 2 auch jetzt schon zweimal gelesen. Also es ist jetzt für mich das dritte Mal, dass ich diese Reihe wieder von vorne anfange und jetzt möchte ich es auch gerne durchziehen. Allerdings bin ich noch nicht weit gekommen, also ich habe die ersten 100 Seiten gelesen, habe mich anfangs auch einer Leserunde angeschlossen, um den lieben Dirk, um die lieben Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff und der lieben Antje,
glaube ich. Sorry, wenn ich deinen Namen nicht weiß. Auf jeden Fall, wir vier haben so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Es ist aber eine sehr, sehr lockere Leserunde und die anderen sind auch schon viel weiter als ich, glaube ich. Also ich mache mir da auch keinen Stress. Wir machen uns alle keinen Stress und machen dann auch immer zwischendurch mal eine Pause. Und da möchte ich aber jetzt auch demnächst dann ein bisschen schneller und flüssiger vorankommen, weil mich das einfach packt. In dieser Fantasy-Welt steigen jede Nacht aus dem Boden heraus Dämonen, die die Menschen halt ja, angreifen. Und die Menschen haben dem eigentlich nichts entgegenzusetzen, außer ein paar Siegel, magische Siegel, die sie beschützen. Sie können sich in ihre Häuser verbarrikadieren, aber sie können diese Dämonen nicht bekämpfen. Die Siegel, die es damals gab, die Kampfsiegel, sind scheinbar verschollen. Und unser Protagonist Arlen macht sich auf die Suche nach diesen Siegeln. Und ja. Im zweiten Band geht die Geschichte halt weiter und es ist unglaublich episch und unglaublich eine unglaublich tolle, entfaltete Welt und es liest sich so schnell weg und es ist einfach unglaublich toll. Deswegen möchte ich da unbedingt auch weiterlesen und ich freue mich auch schon auf den vierten, fünften und sechsten Teil, den ich halt noch gar nicht kenne und das kann ja eigentlich auch gar nicht sein, dass ja, ich die Reihe noch nicht beendet habe, obwohl ich die ganze Zeit immer sage, dass es meine Lieblingsreihe ist. Deswegen, das Projekt wird dieses Jahr auf jeden Fall weitergeführt. Und dann habe ich noch ein Sachbuch angefangen und zwar Amundsens letzte Reise von Monika Christensen. Ich weiß nicht, ob ihr Amundsen kennt. Es ist einer der berühmtesten Polarforscher aus Norwegen. Er hat zum ersten Mal den Südpol bereist. Er hat die Nordwestpassage und die Nordostpassage durchreist. Und er ist mit einem Luftschiff an Nordpol gereist. Allerdings, beim zweiten Mal, als er dorthin reisen möchte, kehrt er nicht mehr zurück. Denn das ist eigentlich keine normale Reise, die er dort plant, sondern ein weiteres Luftschiff ist dort verunglückt und es gibt sehr, sehr viele Suchaktionen und Rettungsaktionen und Amundsen plant selber eine eigene und bricht halt auf mit einem Flugzeug, mit einem französischen Flugzeug und einer ja, kleinen Besatzung und kehrt nicht mehr zurück. Und seitdem ist es ein großes Rätsel, was mit ihm passiert ist. Es ist bis heute nicht aufgeklärt. Ja, und hier drin erfahren wir viele Details, viele Fundstücke und natürlich geht es auch um die Expedition, die mit diesem Luftschiff verunglückt ist und auch ein bisschen um die Vorgeschichte von Amundsen. Ja, ich habe es mittlerweile beendet, aber halt im April habe ich auch erst die ersten 100 Seiten gelesen. Deswegen möchte ich jetzt hier auch nicht viel mehr dazu erzählen. Ihr werdet dann auf jeden Fall in einer Rezension noch davon etwas erfahren, weil es eben ein Rezensionsexemplar ist. Und dann im Lesemonat Mai werdet ihr dann auch noch mal etwas dazu erfahren. Ja, das war mein Lesemonat April. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand, das war ein sehr, sehr abwechslungsreicher Lesemonat. Es war wirklich irgendwie von allem etwas dabei und eigentlich war jetzt auch nichts, was mich vollends enttäuscht hat. Es waren tolle Bücher dabei und ich hatte Spaß. Es war zwar nicht so erfolgreich wie die ersten Monate im Jahr 2019, aber das musste es auch gar nicht, weil die waren hier wirklich bombastisch. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Was habt ihr denn so im Monat April gelesen? Was waren eure Highlights? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.